Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stranded Alien Dawn. So, Schiffchen ist weg, das ist gut. Hier muss nur noch fertig gebaut werden, bevor wir... Bevor wir losfliegen, das finde ich fies. Und Krista springt auf und geht ihn heilen. So, bevor wir losfliegen, möchte ich gerne... Oh, wie cool. Möchte ich gerne erstens mehr Kleidung haben. Zweitens, der Winter hat gerade erst begonnen. Das macht mich nervös. Und drittens, wir haben hier ganz viele Antibiotika, aber sonst keine Heildinger mehr. Hier haben wir zwei davon, das ist gut, aber mir zu wenig. Ich möchte gerne heute den Tag der Heilmittel ausrufen. So, also sobald alle aufgestanden sind und gegessen haben... So, ja, Krista isst jetzt schon, klar, wenn sie schon mal munter ist. So, Movement 90%. Ah, okay. Ich habe gerade gedacht, warum, weil... Ach komm, Cave Dweller. Da, ja, hier ist alles Fackeln. Nicht funktionierende Pilzlämpchen. Okay. So, Krista. Ich hätte auch gerne mehr trainiert, die Leute. Krista kann halt nicht craften. Krista kann farmen. Ja, toll. Ja. So. Aber Emmeline und Lara kommen auch schon wieder. So. Was Krista halt toll kann, researchen. Und das wird sie natürlich auch gleich machen. Wir schauen mal. Oh, Battery Optimation. Oh ja. So, da steht auch einiges am Plan noch. So, Jack darf noch länger schlafen. Das ist gut. Marke schläft immer länger irgendwie. So, Krista soll machen, was sie will. Das ist alles gut. Going to sleep. Ja, sie hat sich auch um Jack gekümmert. So, mit Lara werden wir dann fortfahren. Lara hat, sie kann Jack nicht leiden, sie kann Krista nicht leiden, sie kann Emily nicht leiden. Ja, Lara ist eine schwierige Person, sozial betrachtet. Aber ansonsten geht es ihr total gut. Das heißt, ich würde sagen, mach mal das hier bitte. So, wir brauchen Kleidung, also Stoffe für... Kleidung? Ja, niemand mag Lara, ich weiß es. Ach, Emmeline. So, Emmeline, du könntest machen zum Beispiel, ja, diesen Pelzmantel. Das ist super. Jack, Jack, du bist erwacht. Komm essen. Jack kommt essen, das ist gut. Kann man diese Dinge eigentlich abreißen, diese Felder? Wahrscheinlich schon, Average Health. Wir sind mitten im Winter, minus 5 Grad, ja, ich glaube, die werden wir abreißen können. Tja. So, Lara macht was. Emmeline holt sich auch die Stoffe, das ist gut. Haben wir noch Essen im Reserve? Ja, 3 Stück. So, Jack hätte ich gerne, dass er das hier fertig baut. Und wenn er das fertig gebaut hat, mehr Leder, das ist halt die Frage. Da lagern Tierchen, das ist gut. Die könnte man jagen. Da lagern auch ein paar Tierchen, die könnte man auch jagen. Das sind aber sehr viele. Okay. Jack, du bist fast fertig. Bau mal den Ballon fertig, den brauchen wir zwar jetzt nicht dringend. Was möchtest du machen? Wahrscheinlich wieder ja, die Torch füllen. So. Constructe den mal fertig. Du wirst noch nicht fliegen damit. Ich möchte vorher ein bisschen mehr Heilmittel. So, Heilmittel, Heilmaterialien. So, das passt schon. Außerdem Kleidung. Wen schickt man los? Jack, werden wir losschicken? Klar. Klar, soweit. Der braucht ein neues Shirt. Die Schuhe sind ganz gut. Synthetisch Boots. Was wird Marki machen? Das ist eine gute Frage. Marki? Marki? Mach irgendwas drinnen, bitte. Ja, an sich geht's dir gut. Was hast du vor?
Genau, kochen. Das ist gut, das kannst du drinnen machen, das ist fein, das ist gut, so soll es sein. So, wir bleiben natürlich dabei. Ingame-Tage, zwei Stück ergeben eine Folge, dabei bleiben wir, das ist gut. Hier. Ja, klar ist dir kalt. Und vielleicht bauen wir tatsächlich einen zweiten Crafting- oder Sewing-Tisch. Pass auf. Production, hier. Workbench. Aus Wooden. Könnten wir... Kann man da durch, wenn wir die da herstellen? Hackt man nicht durch. Da könnte man es herstellen, kann man aber nicht mehr an das Fass. Da könnte man es schon herstellen. Oh, super, Christas, super. Stellen die Treppe hier, ja. So. Jack, du bist der Held hier. Wahnsinn, wir haben den Ballon. So, Construct the Wooden Workbench. So, wir haben die Batterie optimiert. Was? Warum? Lara, warum? Wer hat dir das gesagt? Okay, bau draußen was, aber... Wieso baust du das jetzt? Wieso machst du das? Ja, das ist gut. So, und als nächstes, was wird denn als nächstes? Warum läuft Jack so wild? So, und durch die Battery Optimization Sachen hätten wir ja Light and Heat, nö. Stereum. Wir haben jetzt eine, oh, Kapazität von 2000, das ist schon schlecht, nö, schlecht. Aber wenn Emmeline schon irgendwelche wilden Sachen hier macht, wo ist Emmeline eigentlich? Emmeline? Ja, eben. Warum mag ich jetzt hier weiter craftet? Haben wir hier irgendwie Electronics? Ach so, wir wollten das zweimal gebaut haben. Okay. Ich denke mir schon. So, das wäre nicht schlecht, wenn wir schon bauen. Das können wir mal drehen. Einmal hier. Und wir bauen es ein zweites Mal. Einmal drehen, einmal hier. Hey, da passt ein drittes her, da passt ein drittes her, da passt ein drittes her. Und wir haben es ja auch. Wir haben es ja auch. Geben wir es zu, wir haben es auch. Und wenn wir schon dabei sind, craften wir auch noch eine Batterie. Yeah. Nö, so, damit wir das schön sehen. Von außen. Yeah. Insufficient Material. Yeah. So, ist okay. Warum haben wir zu wenig Material? Was fehlt? Das fehlt. Und Jack? Wieso holst du Holz? Wir haben Holz 430 eingelagert. Okay. Er mag halt Combat. Crafting. Er mag eh Crafting. Er tut's halt nicht. So, wenn wir die zweite Workbench haben, kann er das ruhig machen. Ja. Risk of Meltdown Check. Mach doch was Lustiges. 800 Träger explizit. Unrelaxed. Hypothermie mag ich. Ja, dann geh wieder rein. Irgendwer muss ja auch kochen. So. Super. Ich würde sagen, Check. Bau das bitte fertig. Und dann entspann dich mal. Jack, entspann dich. Über dem Maki. Maki, wie geht's dir so? Ja gut, du hast weder Schuhe noch sonst irgendwas. Toll. Ach ja. Jack, das hast du gut gemacht. Jack. Nein, Jack. Jack, mach da mal. Och. Ah. Aggressive Tiere. Können wir hier nicht
Oh, diese Feinzeugsache. Defense. Feinzeugsache. Gibt das nicht? Defense. Feinzeugsache. Weil es ist wahrscheinlich extrem weit weg. So, Feinzeugsache. Hier. Aggressive. Okay, die sammeln sich hier schon. Oh, yeah. Gar nicht so weit. Gar nicht so weit. Das könnten wir tatsächlich. Meine Damen und Herren. Handling Furnace. Ja. Kannst du. Ja, mach das später. Constructe mal die Traps. Maki. Ja, wobei, zwei Traps gegen 27, 28, das wird alles nichts helfen. So, einmal hier. Defense. Trap. Okay, es geht schnell, die zu bauen. Das ist gut. Defense, Trap. Defense, Trap. Wie viel, drei Scrap, wie viel Scrap haben wir? 409, okay. Irgendwann wird es halt nicht mehr reichen. So, Defense, Trap. Gibt es ja nicht so Waffen auch automatisch, eh? Defense, Trap, hier. Und Defense, Trap, hier. Yeah. Maki, darf ich dich kurz... Maki, mit deinem Bogen wird das alles nichts mehr. So. Jack? Jack ist gut. Kann Krista kämpfen? Ja. Haben wir überhaupt noch einen Bogen? Jetzt bin ich gespannt, ob das so funktioniert mit dem Modell. Wir haben ein Tor, das ist offen, da können sie rein. So soll es sein. Lara? So, und Jack, es wäre mir lieber, wenn du mal hier... Okay, gut. Lara. Lara, machst du hier, bitte? Okay, mach das nicht. Maki, mach das. Okay. So, mitten in der Nacht wird er mit dem Solarpanel fertig. Ist gut. Jack entspannt sich. Müssen wir jetzt hin und diese aggressiven Tiere töten? Ich hoffe nicht. Irgendjemand sollte hier bitte... Craft Weapons. Ich hätte noch gerne einen Crossbow. Times 2. Yeah. Spiel mal Didgeridoo. Genau. Aggressive Tiere tanzen vor der Tür und du spielst Didgeridoo. Hippie. Mark ist aber brav. Mach das. Das reicht niemals gegen die 27 Viecher. So, Defense, Gate. Wurden. Ja, und hier. Attack Animals. Yeah. So, pass auf. Maki, nö, du gehst nicht schlafen. Du gehst darauf. So, Maki ist oben. Krista. Draft. Krista geht darauf. Jack. Draft. Du kommst hierher, bitte. Yeah. Check. Lara. Draft. Kannst du hier auch rauf. Und Emmeline. Draft. Kannst du hier auch bitte rauf. So, und check. Schieß mal. Genau. Jack, du schießt mal. 26. Super. Jack, geh zurück, bitte. Jack, du solltest mit deiner Waffe schießen. Das wäre schöner, danke. Oh,
glaube, das geht schief. Ich glaube, das geht schief. Jack. Danke, Jack. Danke. Jack macht den. Danke. Yeah. So, Jack bleibt drin. 7 Stück sind es noch. Danke, die beiden. Irgendjemand hat fast keinen Bogen mehr. Wer war das? Angriff mitten in der Nacht. So, wir schauen uns das diesmal mal so an. Da sind sie. Was für ein gemeiner Angriff. Okay, den einen sollte sich Jack holen. Den dicken da. Den dicken großen. So, pass auf, Jack. Gehst mal hierher. Es gibt ja nicht mehr viele. Oh, doch, ein paar Käfer sind ja noch. Oh ja, komm wieder rein. Den habe ich übersehen. Ui, komm zurück, komm zurück. Jack, komm zurück. So, das ist der letzte Käfer. Yeah. Und ich würde mal sagen, hier. Oh, mal Jack. Deflected. Das ist ein Riesenteil hier. Jack, komm mal hierher. So, Jack, du musst noch ein bisschen hier stehen bleiben, während ihr lieben anderen. So, du machst das hier. Kannst du die da wieder? Oh, man kann die wieder. Oh, man kann die wieder. So, passt auf. Ich möchte gerne euch alle undraften. So, und du? Ach so, du bist einfach, ja. Okay. So, Jack, undraft, aber du könntest hier, Jack, könntest du nicht, Jack, okay, das machen wir morgen in der Früh. Das Trap handeln. So, die hier. Wir wollen die Traps. So, trotzdem frage ich mich hier. Wait for treatment. Okay, jetzt geht's. Okay, ich weiß, dir geht's nicht gut, aber mach doch. Jack? Jack, was hast du vor? Healing Emmeline. Ja, das ist gut. Awaiting Treatment. Was hat sie denn? Okay, sie blutet auch. Fleisch ausgebissen. Ja, das ist nicht so schlimm. Maki? Bei dir ist es schlimmer irgendwie. Meteorring, genau das, was wir jetzt brauchen. Was für ein heftiger Insektenangriff, oder? Ja. Overgrown Insects. Die werden wir danach dann mal batschern, wenn und so. Ne? Die Traps. Healing Marke, ja. Und jetzt haben wir nur noch diese Salben hier. Okay. So, Recovering ist sehr gut. Jack macht das. So, Jack, Handling Torch.
ernsthaft, musst du das jetzt machen, während des Meteoritenregens, der hier da einschlägt? Oh. Eine Treatmarke. So, Craft Crossbow. First Aid Kit, das hätte ich gern. Times zweimal, vorerst mal. Und zweimal, wir brauchen Bandagen dafür. Craft Bandagen. Dreimal. Ohne Synthetik. So, und die Bandagen kommen nach oben. Bandagen, Bandagen. So. Und irgendjemand sagt bitte Hunger. Geschichte erledigen, indem er kocht. Was für ein fieser Angriff. Okay, aber es funktioniert. Die Tür war offen. Dort sind sie reingekommen. Also dort wollten sie halt rein. So. Magie Awaiting Treatment. Funktioniert das diesmal? Spike Puncture. Okay. Gut, Emily fängt an zu kochen, das finde ich sehr gut. Sag mal. So. Lara macht wieder die Traps auf. Das ist zwar eine schöne Sache. Krista geht researchen. Und er repariert den Tower. Tower-Reparatur ist super. Jack, das machst du großartig, aber... Kommt nicht richtig hin, oder was? Doch, kommt hin. Okay. Nö. Lara? Nö. Nö, 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 nö. Du machst mal das hier. Craft Bandagen. Los. Kommst wieder rein. Nö, und du? Du machst jetzt Craft Bandagen. Okay. Dann mach irgendwas Lustiges. Emily Meltdown, wieso? Emily, ich würde mal sagen, Emily ist einfach was Schönes. Super. Christa und Emily, okay. So, Christa, hast du gegessen? Ja, hast du. So. Und Emily, bevor du jetzt weiter kochst? Nö. Mach mal hier was essen. Mach essen. Nicht, dass du kochen sollst, mach das Essen rein im Magen, meine ich. So, das ist gut. Ja, war sowieso hungrig. So, da sind die Bandagen gleich fertig. Und wenn ich das richtig sehe, braucht sie einfach nur Bandage. Ja, gut. So. Nö, Lara, ich möchte gerne, dass du die Bandage anbringst. Sehr gut. Weil sonst verlieren wir Maki. Und niemand mag, dass Maki geht, oder? Hm. Was ist denn jetzt wieder? Jack? Jack? Ah ja, reparier das Gate nachher. Komm mal, Jack. Craft? Jack? Oh, ganz schön viel Holz hier. Wir haben viel Holz vor der Hütte. So, ich mach das mal da und schieß mal. Auf den hier. So, und jetzt gehen wir da rein. Hehe. Und jetzt auf ihn. Wunderbar. Auf den dicken. Och, da kommt noch einer. Vielleicht sollte man diese Herden wirklich immer wegmachen. Und rein. Schafft er das allein? Ich befürchte nicht, weil das, ja. Okay, das war ein guter Schuss.
Angriffe über Angriffe. Und bam. So, jetzt er hier. Nein, nein, rausgehen nicht. Bitte rausgehen nicht. Oh ja, doch, vielleicht. So, und auf ihn hier schießen. Genau. Vielleicht hilft es ja. Super. Und auf ihn konzentriere dich einfach nur auf die Wall, mein lieber Langhorn. Langhorn, wie heißen die? Bighorned Animal. Mein liebes Bighorned Animal. So, Recovering ist super gemacht. Sehr, sehr schön. Handling for Nature, das ist gut. Mach, was dir Spaß macht. So, wir haben die hier. Die wollen wir natürlich alle gebatschert wissen. So, und Jack? Hier, Undraft. Mach, was du willst. So, Lara, Repairing Gate. Bevor du repairst, zuerst mal das Holz bringen. Und von drinnen ist der Weg nicht mehr so weit. So, Krista geht schlafen. Ah, sie recovered. Meltdown, Research Freezers. Yeah. Jetzt haben wir nämlich schon langsam genug Solarpaneele. Wie sieht denn die Batterie? Oh, voll geladen. Also, fast. Hm? So, Maki, wie geht's dir jetzt? Wenn ich jetzt da drauf sehe. Super, nur noch ein bisschen. Ein bisschen. Das ist gut. Krista, wie geht's dir so? Oh, Maki geht schon. Maki braucht Schuh. Maki braucht frischen Schuh. So. Lara repariert the gates. So. Aber wo ist Jack? Okay. Das ist gut. Das braucht er auch. Maki, du hast ja neue Schuhe, gell? Ja. Was, wieso? So, bevor du das machst, batsch mal. Das ist besser. So, Jack schläft auch. Da wird auch heftig gebatschert. Einfach so. Schon wieder weg. Ich habe gerade überlegt, ob wir nicht. Naja. So, wird gebatschert, das ist großartig. Wir haben hier 88 Leder, wenn ich das richtig sehe. Leder? Yeah. So, und hier sind wir bei Bandagen. Die wollen wir aus Cloth machen. Yeah. Cloth wollen wir natürlich aus. Wenn wir auf 10 einstellen. Ja. Auf 50 hier. Until 5. Das passt so. So, automatisiert passt. Zweimal würde ich sagen, nö. Wir machen Until und zwar 5. Am liebsten wäre mir ehrlich gesagt 10, dass wir das auf 10 generell einstellen. So, was haben wir hier alles? First Aid Kits. Until 5. Yeah. Crossbow 2-mal. Ja, das ist gut. Den gehen wir mal nach oben, den brauchen wir auf jeden Fall. Craft Weapon. Speere. Until 5. Yeah. So, First Aid Kits machen wir auf. Passt so, oder? Ich denke ja. Heute wird es dunkel, das ist gut. Keiner ist beim Angriff gestorben, auch das ist gut. Ah, meine Lieben, was für eine wilde Folge, was für ein Massaker. Aber alle haben überlebt. Oh, Storage. Yeah, the freezer. The freezer. Ja, warum ich noch keinen Kühlschrank brauche, hat einen Grund. Wir kommen später dazu. So, wie sieht es eigentlich in diesem Häuschen hier aus? Wir könnten diese Fackeln einfach wegnehmen. Die haben zwar total viel wegen Romantik und so. Aber können sie deconstructen. Beide. Irgendwann werden wir neue bauen. Ja,
Romantik ist jetzt weniger, aber ist okay. Das kann ich mal befüllen hier. Maki, yeah, lass dich gehen, komm. Super, finde ich gut. So, zuerst die Bandagen. Und wenn das erledigt ist, machen wir, ja, so, und alle schlafen. Das ist schön. Was für ein wilder Angriff, oder? Also, schon. So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.